Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei dem Redebeitrag des Abgeordneten Kramers wieder einmal deutlich geworden, dass die Gewerkschaft der Polizei Berlin mit ihrer Fragestellung recht hat. Polizist und AfD, geht das zusammen? Wir sagen deutlich Nein. Zitat Ende. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor diesen bin ich in der Stasi gewesen oder was? Was erzählen Sie denn für einen Quatsch? Ja? Also, Herr Professor Weber, Zurückhaltung oder Nachweise bringen oder einfach mal still sein. Sie sind heute schon mehrfach durch Unsinnigkeiten aufgefallen. Aber gut, das ist Ihr Problem. Meine sehr verehrten Damen und Herren, insofern ist es auch schade, dass wir keine Besucherinnen und Besucher mehr begrüßen können zur gegenwärtigen Zeit. Sonst wären vielleicht auch heute wieder Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte hier auf der Tribüne, um zu sehen, welche Beiträge die AfD-Fraktion leistet, die nämlich gegen Null tendieren, und auch zu sehen, dass die von uns angestoßene Debatte zu den SEK-Skandalen heute hier im Landtag ein erstes parlamentarisches Ende findet. Wir begrüßen es außerordentlich, Herr Innenminister, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nunmehr einige Empfehlungen der SEK-Kommission bzw. der Fromm-Kommission gesetzlich verankert werden sollen. Und, lieber Herr Kramer, auch der Polizeibeauftragte ist eine Feststellung in dem Fromm-Bericht, ein Vorschlag, der aus diesem Bericht herausgelesen werden kann, ein Vorschlag, der aufgegriffen wird. Und Herr Förster, wenn Sie und Ihre Kollegen meinen, dass Herr Fromm irgendwie links angehaucht ist oder so, weiß ich keine Ahnung, wo Sie das hernehmen und einordnen wollen. Das ist einfach mal Unsinn, was der Kollege Kramer hier erzählt hat. Das ist also eine ganz klare Empfehlung der Fromm-Kommission des Berichtes. Den sollten Sie vielleicht mal lesen, bevor Sie dort irgendwelche Dinge von sich geben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, so wichtig wie die LKA-internen Ermittlungen unter Leitung des damaligen Direktors Herrn Ingolf Mager auch waren, so richtig war Ihre Entscheidung, Herr Minister, für eine externe Untersuchung der Ursachen und Umstände zu sorgen, sowie die Erarbeitung von Empfehlungen in Auftrag zu geben. Artikel 3 des Gesetzentwurfs ändert daher richtig das Polizeiorganisationsgesetz. Das Landesbereitschaftspolizeiamt, dem ein Teil der polizeilichen Spezialkräfte neu zugeordnet werden soll, wird umbenannt in Landesamt für polizeiliche Einsatzunterstützung. Dazu kann man nur stehen, wie man will, ob ein neuer Name auch einen neuen Inhalt mit sich bringt in der Arbeit. Das ist das Entscheidende. Mit dieser Änderung soll die gleichberechtigte Stellung der zugeordneten Spezialeinheiten zu den übrigen Dienststellen dieser Polizeibehörde dokumentiert werden. Über den bürokratischen Aufwand dieser kleinen POG-Änderung gibt der Abschnitt Vollzugsaufwand Auskunft. Hier bleibt zu hoffen, dass es nicht beim Austausch von Behördenbeschilderungen sowie Stempeln und Siegeln bleibt. Und es wird sich zeigen müssen, ob die Neuanbindung allein des Spezialeinsatzkommandos nicht letztendlich zu kurz gesprungen ist. Erste polizeiinterne Kritik ist ja zu vernehmen. Der Innenminister ist auch darauf eingegangen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit Artikel 1 des Entwurfs wird das Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz geändert. Im Ergebnis wird der Bürgerbeauftragte des Landes zugleich zum Beauftragten für die Landespolizei. Ich wiederhole nochmal für die Kollegen der AfD, die Empfehlung der Fromm-Kommission wird hier umgesetzt. Aber ich sage auch, politisch ist dies wohl eine Gegenleistung für die erheblichen Veränderungen des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes in Mecklenburg-Vorpommern vom Frühjahr diesen Jahres. Aber Geben und Nehmen ist auch in der Koalition Alltag. Der Bürgerbeauftragte erhält eine zusätzliche Stelle. Ich finde, das ist normal, denn wenn man einer Behörde eine zusätzliche Aufgabe überträgt, sollte man diese Behörde auch mit zusätzlichem Personal ausstatten, damit sie diese Aufgabe auch erfüllen kann. Leider, das will ich hier nur am Rande erwähnen, gilt dies nicht für den Landesbeauftragten für Informationsfreiheit und Datenschutz, der viel mehr Aufgaben übertragen bekommen hat, aber dies mit gleichbleibendem Personal abarbeiten muss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu kritisieren an dieser Stelle ist, dass die Zuständigkeit des Beauftragten für die Landespolizei auf Vorgänge aus dem innerpolizeilichen Bereich eingegrenzt wird. Für Bürgerinnen und Bürger bleibt dieser Polizeibeauftragte somit tabu, auch wenn der Innenminister das hier anders dargestellt hat. Hier bleibt der Gesetzentwurf hinter Entwicklungen anderer Bundesländer zurück, etwa Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Ob dort nach Auffassung von Herrn Kramer auch nur linke Ideologen am Werk sind in dieser Landesregierung, das überlasse ich Ihrer Einschätzung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Veränderung des Landesbeamtengesetzes, die wir eben beraten haben,
bringen bezüglich der individuellen Kennzeichnungspflicht interessante Details. Ich zitiere: die Bearbeitung von Beschwerden, Strafanzeigen, Disziplinaren oder Schadenersatzansprüchen. Zitat Ende, wird zur Grundlage genommen, die Kennzeichnungspflicht hier im Land neu zu regeln. Das Landesbeamtengesetz listet also eine ganze Reihe von rechtswidrigen polizeilichen Verhaltensmöglichkeiten gegenüber auch den Bürgerinnen und Bürgern auf. Warum dann dieser Bereich dem künftigen Polizeibeauftragten entzogen werden soll, bleibt wohl das Geheimnis der Landesregierung. Das widerspricht auch dem bundesweiten Trend. Laut einer WDR-Umfrage sprechen sich 2/3 der Deutschen für eine unabhängige Beschwerdestelle bei Polizeivergehen nach dem Vorbild Schleswig-Holsteins aus. Und auch dort, Herr Kramer, wäre mir neu, dass irgendwelche linken Ideologen an der Landesregierung sind. Und auch der entsprechende Tätigkeitsbericht des Bürgerbeauftragten vom Juni diesen Jahres spricht hier Bände und sollte für uns Anlass sein, in der parlamentarischen Debatte entsprechend nachzubessern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.